Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Edex mit Minion Pirates und hier sind Siedler. Und wir haben letztes Mal die Siedler, wir haben letztes Mal, Bohnen gesammelt, ein paar Teleporter aktiviert und die Siedler, gerettet sozusagen. Ich würde sagen, gerettet. Lager der Mitte aktiviert. Schade, man dafür gar keine Erfahrungspunkte bekommt. Irgendwie ein bisschen schade. Man kriegt für jeden Mist die Erfahrungspunkte. Dafür kriegt man halt nichts. Wir können uns hier ein bisschen umgucken. Das muss ja schief gehen. Jetzt nicht. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd, geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Willkommen im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Lager der Mitte, sagst du? Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen. Commander. Du weißt, wer ich bin. Nein, du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja. Darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr?
Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Okay, nice, nice, nice. Aber ich merke gerade, und jetzt merke ich es ja nochmal wirklich, wie wichtig dieses Ding ist. Aber geil, nice, nice, nice. Ich würde aber sagen, dass wir erstmal dieses Fleisch O'Connor, genau. Ich hatte... Also, ich brauche noch 4 Fleisch, okay. Da muss ich mit den beiden reden. Achso, eine haben wir schon geschafft. Okay. Gut, das mache ich aber dann später. Das können wir als nächstes angehen, würde ich sagen. Machen wir das als nächstes. Mache ich als nächstes. Ich möchte jetzt aber ganz gerne. Wo ist das? Der Gutmachung, ja. Genau, genau, die Bohnen. Die Bohnenliebe, die gute Bohnenliebe, Leute. Ah, hier ist ja ein Konverter, okay. Da ist der Staudamm, ja. Und dann... Obwohl, ganz ehrlich, wir brauchen ja gar keine... Wollen wir eine Schnellreise machen? Ja, wir brauchen gar keine Schnellreise machen. Wir laufen einfach dahin. Und dann können wir alle einfach aktivieren. Genau. Dann würde ich sagen, das. Und dann laufen wir einfach so hier entlang, hier lang und dann da lang und dann... Genau, und das... Ey, wir sind bald durch mit dem Dinger, ne? Ich bin halt gerade echt am Überlegen, ob wir alle machen. Sind wir durch mit den Dingern. Ob ich das als nächstes mache. Das haben wir alle Teleporter aktivieren, wie blöd. Ich glaube, das machen wir, oder? Kann ich mal kurz pennen? So, ganz kurz. Bis demnächst. Schlafen. Genau. Lass dir kurz mal alle Teleporter aktivieren. Einfach mal so als Gag und mal ganz ehrlich, dann müssen wir es nicht mehr machen. Dann können wir uns wirklich komplett auf die Quests konzentrieren. Und die Quest passt halt am besten dazu gerade. Und dann müssen wir es aber nachher nicht mehr machen. Weil das wäre doch eigentlich gar nicht mehr so doof, oder? Ich bin ja gerade echt im Überlegen, ob wir es nicht einfach machen. Ich meine, ich würde halt erst die Bohnenquest abschließen, aber danach halt, ne? Also nach der Bohnenquest, weil sonst dauert es zu lange mit der Bohnenquest. Dass wir dann alle Teleporter aktivieren. Wenn die alle aktiviert haben, dann machen wir einfach weiter mit der Hauptstory, den Quests an sich. Dann machen wir den Interessanten weiter. Dann hätten wir jetzt aber endlich weg. Dann hätten wir schon wieder was geschafft. Ich glaube, das machen wir. Bringt zwar erfahrungstechnisch nichts, aber das bringt naja ein Tempo mit ein bisschen was. Dann verschwenden wir eine Folge zwar. Verschwenden wir auch nicht, aber. Ja. Dann können wir vielleicht das mit der anderen Quest verbinden. Mit der Quest, wo wir das Fleisch haben müssen. Wie wäre das? Genau. Wir können halt richtig gut halt einfach sagen: Hey, wir müssen dahin. Okay, Teleporter. Wir müssen dahin. Okay, Teleporter. Wir hätten da gar kein Problem. Egal, wo wir hin müssen, wir hätten es geschafft. Dann werden diese Laufwege endlich mal... Weil die Laufwege bringen ja nicht mal viel. Also wir laufen einfach nur. Also es hat nicht... Also nicht wie bei Witcher oder so, wo man dann sagen kann, hey, da ist eine Kuh, da ist dann was Cooles. Und wenn da was Cooles ist, dann können wir es meistens sowieso nicht erkunden. Weil wir doch zu schwach sind. Also wäre das gerade eine Idee. Das machen wir. Das machen wir, Leute. Oh Gott, das ist gut. Eine schöne Idee, Mann. Ja, das machen wir. Ich muss übrigens nachher noch
für den Stream dann. Aber jetzt nicht jeden Samstag streamen. Ich werde übrigens noch reinschreiben. Jeden Samstag. Allein auch für mich so ein bisschen, dass es auch wirklich fest ist. Weil mir es auch hilft, auch daran mehr zu denken und so. Es ist tatsächlich manchmal so. Und ja, und ich freue mich sehr. Ich glaube, jeden Samstag sich einmal zu sehen, ist einfach, oder sich einmal zu hören, persönlich, ist einmal so ein Tattoo. Was ist das hier? Das ist hier. Hä? Hä? Die haben gesoffen. Ey! Warum? Ich habe euch was getan. Aber bitte noch mal als Quest. Werden wir treffen. Achso. Gut. Sehr gut. Danke. Jetzt können wir ihn mal hinsetzen. Voll am Popo geschossen. Ey. Ah. Nee, oder? Nein. Ich hatte nicht gerade jetzt alles gut. Ich bin hier gerade ein bisschen gefährlich unterwegs. Was ist denn da mit dem kaputt, mit den Leuten da eben? Ich dachte, das ist ein Kleriker. Haben die Alps Kleriker-Technologie übernommen? Oh Gott. Schweinepriester. Ja, hier ist noch so ein Konverter. Die müssen wir uns ja auch noch kümmern, ne? Ich glaube ja, ein paar von den Konvertern müssen wir uns ja auch noch kümmern. Oh, nee, das wird auch nochmal. Das ist auch mal witzig. Aber so langsam nimmt das LP doch wirklich sehr, sehr gut Form an. Wenn wir am Anfang wirklich, ich sag's mal ganz ehrlich, also mir ging es halt echt so, am Anfang, ich hatte keine Ahnung, was will ich überhaupt machen. Also ich wusste, ich will Kleriker werden. So. So, ich wusste halt, okay, irgendwie will ich halt Kleriker werden. Aber greifen jetzt nicht an, haben sie mich nicht wahrgenommen. Warte mal. Sind Separatisten. Ah. Cool. Ich dachte schon, ich bin so richtig ein richtig cooler Stealther oder so. Nee, es sind Separatisten. Okay. Was sind das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, da wollte ich eben. Ja gut, das. Können wir gerne mal neu laden. Aber gut. Dann haben wir die noch. Dann haben wir noch die unten, ne? Welche haben wir dann noch? Die unten noch essen? Hier haben wir auch alle. Dann haben wir die drei noch und dann war's das. Ey, das ist echt wenig. Ja, komm, machen wir. Hä? Was ist los? Ist daneben. Gut. Ja, war da. Jetzt da. Kann ich das bitten? Ist da Fleisch drin? Hey. Hilfe. Oh. Hey, ja. Hilf mich.
Na, Mist. Jetzt finde ich dafür nicht. Egal. Und währenddessen können wir noch die Quest erlösen. Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Was soll denn das? Ey, komm. Oh, fuck. Natürlich rutscht er da Millisekunde ab. Ah, oh, leider. Ah, oh, Mensch. Der lebt sich halt im kritischen Bereich. Ja. Sehr schön. Da ist auch noch eine Pestratte, die können wir auch noch mal ganz kurz killen. Dass eine Pestratte härter ist als Was bist denn du? Bist du auch eine Pestratte? Ne, Kristallratte. Wo ist denn da der Unterschied? Also, wenn ich beide zum Frühstück haben wollen. Ich glaube, man muss den gar nicht, Jo! Jo! Kristallratte. Auch nicht schlecht. Ja, wollen wir auch mal machen, ne? Eine Kristallratte besiegen, das ist auch mal... Ist doch mal ein Traum. Er müsste die Quest da bald haben, oder? Wo waren die eigentlich? Da war? Ja, habe ich sogar. Wollen wir die nachher nochmal kurz... Können wir mal ganz kurz mal abgeben, ne? Das Gute ist ja, wir können ja mal schnell reisen. Dann würde ich die halt schon ganz gern abgeben. Dann ist es erledigt, dann... Machen wir das gleich, dann machen wir das nochmal. Dann würde ich sagen, erreichen wir kurz das nächste Ding. Und es dann... Und fünf vorne. Oh nö. Ich glaube, wir müssen dem Dorf helfen. Es hilft, wenn wir der Hauptquest, ne? Also die Hauptquest scheint sehr, sehr. Also die Hauptstory. Die scheint sehr, ja, sehr komplex zu sein. Obwohl, ja, eigentlich wollen wir das gleiche wieder haben, was wir damals schon hatten, ne? Wir wollen wieder eigentlich, schätze ich mal, dass wir auch wieder Commander werden. Also jetzt nicht für die Alps, sondern eher unter eigener Commander, mit unter eigenen. Ich schätze mal, so wird es nachher auch enden. Wir werden einfach unsere eigene Kacke machen. Behaupte ich mal. Geschafft. Staudamm. Fremdengelände Vulkan. Obwohl ich muss sagen, ich freue mich hier drauf sehr. Auf den Eispalast. Da bin ich wirklich sehr. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Wasserdruck am Grund des Stausees
2,387131 bar. Warum sagst du mir das? Analyse des eigenen Verhaltens ergibt kein befriedigendes Ergebnis. War klar. Überlebenswahrscheinlichkeit akzeptabel. Danke. Wenn du ein Arzt wärst, ne? Ja, bei der OP ist die Überlebenswahrscheinlichkeit akzeptabel. Wir werden diesen Damm halten, koste es, was es wolle. Ah, ja. Aber stimmt, hier waren wir ja schon, ne? Ja. Wir werden diesen Damm halten, koste es, was es wolle. Wenn du das sagst, Kumpel, dann wird es wohl so eintreten. Genau aus dem Grunde bin ich hier lang gelaufen. Ja. Junge, wie oft du deine Wahrscheinlichkeiten abgibst, dann bist du ja schon tausendmal gestorben dann. Weil die irgendwie kaum zutreffen. Irgendwie lustig. Aber ich muss sagen, ich mag ihn. Als Roboter oder ja, als Stimme. Ich finde ihn nice. Den behalte ich auch bis zum Ende. Ihn behalte. Ja, natürlich drehst du dich in dem Moment um. Oh, natürlich. Ah. Beweg dich doch! Sagt der Fest. Ja. Sagt er da fest, der ruckelt sich da ins Recht. Was ist denn hier los? Von SO2, HCl sowie Methan. Empfohlene Maßnahme: Atmung einstellen. Das lassen wir lieber. Ist immer wieder geschossen. Oh. Okay, bin weg. Ja. Dieser Ort mag mich nicht. Dieser Ort mag mich so gar nicht. Ach ja, dann nicht. Ich bin auch nicht im Fan von dem Ort. Bevor wir wieder weg sind. Dieser Ort ist schon sehr, sehr, sehr hart. Nicht spucken. Springen ja. Und mir ist auch, wenn es sich anders geht, ankratzen. Aber nicht spucken.
Schon mal geil, diesen Ort hier nicht mag. Ich mag ihn übrigens nicht. Aus vollen Gründen. Hier wird man immer so. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Unrataufkommen erkannt. Lebensnotwendiges Element verunreinigt. Filtereinheit in Anzug für Konsum notwendig. Wer oder was hat hier alles gekillt? Ich sehe jetzt zwar keiner, irgendjemand muss es ja getan haben. Am Gelände. Oder ist es mittlerweile ausgestorben hier, das am Gelände? Ich fühle mich gut, das ist auch schön. Bestimmt. Ich fühle mich sehr gut. Besonders jetzt, wo ich so langsam merke, bekommen an so langsam in die Richtung, dass wir halt wirklich gut was verschaffen. Ich meine, klar, jetzt gerade ein bisschen Krieger wieder, aber auch gar keine Story haben, weil mehr so rumrennen. Und das eigentlich jetzt eher gerade eine Rennfolge wird oder auch die nächste noch. Halte bitte. Aber ich glaube, am Ende sind wir halt wirklich der King. Und da ist ja auch darauf, wo es ankommt, ne? Es geht ja darum, auch deine Chance, die im Feinden zu verbessern. Und nicht nur. Angetoastet, sehr schön. Das stört ja, das ist ja nicht ganz so tragisch. Jo. Was? Au. Und erledigt. Krater freigeschaltet. Nice. Was? Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin gleich schon wieder weg, okay? Ich habe nicht gespeichert, oder? Toll, die verfolgen dich jetzt so weit, dass. Okay, warte mal, ich muss einen anderen Weg nehmen. Ich habe übrigens, es ist jetzt auch endlich mal fertig, habe alle bei allen Let's Plays die genauen Spielzeiten aktualisiert, also bis 007 Agent im Kreuzfeuer, was zum Zeitpunkt der Aufnahme ja das letzte LP ist, was wir jetzt abgeschlossen haben. Ach nee, oder? Oh, jetzt laufe ich extra großzügig dran vorbei, damit ich da einziehe. Aber okay. Vater.
Was? Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin gleich schon wieder weg, okay? Warte mal, was? Ich brauche nichts. Und ich habe auch nichts. Tu einfach so, als wäre ich überhaupt nicht da, okay? Ich hab zu tun, okay? Ich hab zu tun, okay? Gut. Was sind wir für ein komischer Kaut? In Lava sie. Interessant. Na gut, dann lass ich dich mal machen, ne? Dann lass ich dich mal machen. Gut, dann machen wir die beiden. Dann können wir hier hinreisen. Dahin und dann, ja. Dann haben wir es ja auch bald. Und dann geht es nächste Folge in Richtung Eispalast, Leute. Das ist was, was uns alle interessiert, oder? Eispalast. Gehen wir am besten so. Egal, wir gehen jetzt alle scheiße. Okay. Aber in nächste Folge auf jeden Fall Richtung Eispalast. Aber ich würde. Warum müssen die ekligen Viecher nicht überall sein? Die sind eklig, die mag ich nicht. Oh, zwei von denen. Aber. Ja, muss ja ein bisschen das System spielen, ne? Das habe ich auch schon jetzt gemerkt. Also wenn ich sage, wenn man einfach so querbeet, ja, wie bei Witcher oder so. Ist immer, ich weiß, Witcher ist immer ein einziges Beispiel. Aber Witcher ist auch das. Für mich auch das Rollenspiel, weil damit bin ich eigentlich erst richtig eingestiegen in Rollenspiele. Da habe ich ja auch das Rollenspiel halt lieben gelernt mit Witcher. Also ich habe vorher schon Rollenspiele gespielt oder auch mit Rollenspielelementen Spiele. Aber Witcher war eigentlich das Game für mich, was mich so reingezogen hat, warum ich hier auch Elder Scrolls gespielt habe. Und so Witcher 3. Ich hatte Witcher 1 und 2 auch schon vorher gespielt. Die fand ich immer geil. Witcher geht immer. Meiner Meinung nach, Witcher ist einfach ein geiles Game. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsrollenspiel ist. Für mich ist jetzt immer noch Witcher. Aber ich hole ja auch gerade auf, ne? Mit Mass Effect Andromeda mal spielen, mal Mass Effect auf einmal. Identifiziere Schwachstellen in den Verteidigungsanlagen. Und wer ist da? Identifikation abgeschlossen. 1237 Schwachstellen kartografiert und im Angriffsprotokoll vermerkt. Wiederaufnahme des initialisiert. Ich bin stolz auf dich. Dein Mark. Okay, dann müsste nächste Folge eigentlich die letzte Folge sein. Wo wir den Quark hier machen. Was? Mehr rein. Yeah.
Falscher. Sehr gut. Ah, sehr schön. Danke. Ja, noch einer dieser Viecher. Schwer fällt einen abhauen. Beste Methode. Ja, wenn ich an den besten Ort gewählt, ne? Egal. Es war wenigstens schnell. Vielleicht nicht gerade der intelligenteste Ort, den ich je gewählt habe, aber es war wenigstens ein schneller Ort. Genau, wir sind schon da. Machen jetzt ja ein bisschen Speed, deswegen laufe ich auch gerade schneller und dass wir halt damit auch fertig werden, weil sonst dauert das, wir bleiben bei 40 Minuten wieder. Menschenskinder, ein bisschen. Ich will dafür auch nicht zu viele Folgen fressen. Ach, im Hort. Ach, hier wieder im Hort. Gerade. Ah, okay, da brauche ich. Dann. Ja, okay. Dann. Dass wir ganz kurz das rausholen können, dass wir nächste Folge zum Eispalast gehen können. Genau, aber dann, ich will halt dafür jetzt auch nicht zu viele Folgen verschwenden, ne? Das ist halt auch so ein bisschen mein Ding. Tschüssi. Neugier kann tödlich sein. Oh, da hast du wohl recht. Hi. Das stimmt wohl. Ich muss hier hin. Geh ja gleich. Hi. Ich weiß. Du willst es ja nicht anders. Richtig, ich. Ich nehm's kurz mit, ne? Komm schon. War doch klar. Oh, war doch klar. Was? Klar, ich hätte was geschafft. Au. Ich hasse es ja, ihn zu brechen. Hau
aus hier. Ich gehe ja gleich. Letzte Warnung, raus hier oder du bekommst meine Waffe zu schmecken. Ja. Du willst es ja nicht anders. Ich verstehe nur den Schmerz. Bin dumm. Tut mir leid. Was hier? Nein! Wo waren das Zeugen? Ich hätte einmal speichern müssen. Aus hier. Naja. Aber ich verstehe das nur physisch. Ich kann nicht hören. Nicht gut. Nee, ich mag das. Hi. Ah, hier ist es. Ah, okay. Okay, ich weiß, was es ist. Ja, aber tut mir leid. Ich hab Geburtsschaden. Das ist nur mit Schmerz verstehe. So. Los geht's. Ja. Letzte Warnung. Was willst du machen? Mich umbringen? Oh ja, warte. Okay, ja. Weißt du, ich will euch helfen. Hallo. Ich verstehe das. So. Was will ich nicht wiederholen, bla bla. Aber wo sollen wir noch nach ihm? Hi. Ich gehe da, ne? Klar, ja. Ja, einzubrechen ist immer ein bisschen schwierig. Tschüss. Siehst du, wir haben die Quest erledigt, ne? Müssten die ja nicht geschafft haben, oder? Ja. Also muss ich mir die Dinge auch anhören. Achso, ja gut, wollen wir das denn machen? Nächste? Ja, jetzt noch ein bisschen spät, ne? Stimmt, müssen wir es anhören. Weil jetzt sind wir bei 40 Minuten. Ich wollte noch ganz kurz das letzte Ding da machen, wenn die nächste Folge zum Eisblast aufbrechen können. Und ich würde sagen, machen wir auch, weil sonst sind wir gleich wieder bei 50 Minuten. Und dann sagt man sich wieder, hey, dann machen wir das noch kurz. Und dann, ne, sind wir gleich wieder eine Stunde. Und ich will ja schon versuchen, die halbe Stunde schon so einzuhalten. Mit Ausnahmen natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, hier jetzt auf eine halbe Stunde zu pochen und wir dann noch länger dran sitzen. Weil das ist auch nicht gerade das Spannendste am Spiel, ne? Sind wir ehrlich. So. Da kannst du auch Spannenderes machen. Und dennoch mache ich. Aber wir müssen es machen. Da kommen wir leider momentan nicht drum rum. Und ich finde. Mutig halt, ne? Aber ich will damit vor allem nicht so viele Folgen jetzt aufwenden. Wenn wir bei Folge 50 sind und dann sagen, ja, jetzt sind wir mit den Teleportern durch. Das wäre ein bisschen viel. Ich versuche halt schon, dann sind immer mal 50 Blüten drin, ne? Ich versuche manchmal oder immer, nicht manchmal, immer eigentlich, dass ihr schon durch jeden Tag was Neues seht. Also, ja, klar, dann machen wir immer irgendwie gleiche Quest, aber schon, wenn man sagen kann, ah, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Also, was ist hier los? Ja, für Drohne. Ich würde sagen, ich nenne das jetzt 045 fehlerhafte Drohne und Teleporter aktivieren. Genau. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Da machen wir das. Und ich vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Sonst wird es, glaube ich, jetzt zu lang, weil jetzt kommt, glaube ich, gleich noch ein Dialog. Bis dann, haut rein. Ciao. Vielen Dank fürs dabei sein. Ciao.